Was geht ab, Leute? Nerd Alert Games hier und willkommen zurück zu Devil May Cry 3. Weiter geht's. Ich meine, ich hatte das schon im letzten Video, aber ich zeig's trotzdem nochmal. Kann ja nicht schaden. Voller Blut. So, this is the next stage. Wait. If you're asking for a date, forget it. Because I make it a point not to go out with women who shoot me in the head. Date a demon? I'm not that desperate. Besides, I really don't care for guys who stink like blood. You're right. Oh yeah, let's get to action. So, tell me, what's your name? I don't have a name. Okay, then what should I call you? I don't care, whatever you want. Whatever, lady. I'll leave this to you, because I don't want to miss the party. Lucia. Who counted on you anyway? Auftrag 9, verblasste Erinnerung. Okay, wir haben aber auch ordentlich rote Orbs. Die werden wir jetzt mal einsetzen. 25.000, oh ja. Zwar werde ich Revolver kaufen. Okay. Drive nicht unbedingt. Vielleicht die Schusskraft der Pistolen erhöhen. Ja, machen wir mal. Oh ja, geladen und entsichert. Höchste Stufe einer Schusswaffe erreicht. Sehr geil. Sollte jetzt ein bisschen mehr Schaden machen. Okay, Stil werden wir beibehalten. Objekte vielleicht kurz checken. Und auf 463, damit können wir nichts kaufen. Okay. Auftrag beginnen. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Steuergerät für die Brücke. Nur eine spezielle Kraft kann die Brücke bewegen. Die müssen wir natürlich erstmal finden. Oh, Dante läuft relativ schnell jetzt auf einmal. Sehr merkwürdig. Oh Gott. Spinnen. Ja, mal Spinnen. Yep. Viecher. Uah, voll eklig. Los geht's. Oh shit, fängt ja schon gut an. Oh, jetzt muss ich vor denen aufpassen. Oh, in der Luft. Oh ja, Cerberus ist gut gegen die Viecher. Alles klar. Oh mein Gott. Kann nicht wahr sein. Oh! Oh,
Oh nein. Und dass sie mich garantiert nicht treffen. Oh. Das ist schon wieder viel zu viel Energie. Wunderschön. Okay. Wir haben mächtig Energie verloren. Hier oben irgendwas? Nope, geh mal durch die Tür. Ah, ich sehe schon, wir müssen die Spiegel da verändern. Irgendwas war hier, glaube ich, noch. Da haben wir eine Tür, die ist zu. Ne, hier nicht. Irgendwas war hier, habe ich in Erinnerung. Ah, ich habe ja gerade Cerberus equipped. Hier kann man irgendwie hoch, meine ich. Aber ich kann mich nicht genau dran erinnern. Oder war das hier? Ne, seht ihr, hier ist ein Eingang. Da in der Ecke, in der rechten Ecke. Ah, so ein Mist. Da werde ich so nicht hochkommen. Ne. Ah, schade. Ich glaube, da war ein Fragment oder so. Nope. Naja, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, hier war auch noch was. Yep. Kleine Sachen habe ich noch in Erinnerung behalten. Okay, schauen wir mal kurz. Es geht da drauf, es geht da drauf. Das weg. Das weg. Alles klar. Müssen wir noch irgendwas holen von dem Ding, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Ploppen? Nee. Gehen wir weiter hier runter. Jup, 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 jup. Ah, die Tür ist offen. Alles klar. Unterirdischer Wasserlauf. Oh, die Viecher. Einfach nur laufen. Boah, ich hasse. Ja, voll. Haben wir hier noch ein Viech? Ist hier unten noch was? Ist nichts. Ah, kommst du hier zu mir? Perfekt. Boah. Kamera verändert sich. Geh mal hier lang. Nix, hab ich hier oben. Nope. Ja! Der hat mich nur getroffen! Gott. Oh, knapp! Ah, oh, der hat mir auch noch gekillt, alles klar. Dann mal hier rein. Wunderweg. Oh shit. Da haben wir wieder die Viecher. Und weg. Keiner wird überleben. Ich hab voll Energie. Oh shit. Da drauf. Bei den Viechern einfach nur drauf. Und weg, oh, weg! Oh Gott, das ist eine total falsche Richtung. Alles klar. Oh shit. Renn ich voll davor. Oh, nochmal, hey. Du weißt, was da oben ist. Das war blöd. Scheiße. Wenn ich deswegen sterben sollte, dann deswegen. Hey, Orbs. Da bin ich nur dabei. Hey, oben ist Energie. Okay, okay. Oh ja, die kam mir gelegen.
mehr. Ups. Und wieder runter. Da haben wir irgendwas Leuchtendes. Vielleicht können wir das rausnehmen oder so. Schauen wir mal. Yep. Hier steht, wer die heilige Energie der Maske wiederherstellt, hat die Macht, Meere zu teilen. Schon mal interessant. Jetzt mal nochmal kurz durch. Wer die heilige Energie der Maske wiederherstellt. Okay. Da haben wir eine Tür, da können wir einkaufen gehen. Jawohl. Schauen wir mal. Kann ich dem Viech irgendwas anhaben? Leider nicht. Leider die falsche Waffe. Nur eine Technik vom Himmel kommt. Okay, das kam vom Himmel. Nee, das ist es nicht. Welche Technik kommt denn vom Himmel? Okay, die schon mal nicht. Fehlt mir wahrscheinlich nur eine Waffe für. Oh, da können wir hintergehen. Kalkhöhle. Moment, bevor ich das aber mache. Da hinten war nämlich noch eine Tür. Gehen wir da raus. Jup, jup, jup. Ganz den Weg zurück. Und die Tür. Was haben wir hier eigentlich? Runder Weg. Aha. Das ist aber nicht sehr angenehm. Scheiße. Okay, hätten wir. Viech ist fertig. Oh, noch mehr. Zack. Okay, kein Problem. Was haben wir jetzt hier? Vorratsraum. Meine Güte, alles voll Spinnenweben und Leichen. Jawohl, Ambrosia. Soll das Tor zum Paradies öffnen? Natürlich mehr Viecher. Oh, wieder die Spinnen. Ah. Mich möglichst nicht von den Viechern treffen lassen. Nur wie jetzt. Okay. Bin die Sante schneller geworden. Weiß nicht. Viecher sind so unberechenbar. Ist so viel bewegt, wenn nett. Und noch mehr. Na komm, wir müssen noch mehr kommen. Na nicht doch. Oh, riecht das Viech aus. Drei von denen. Ja, shit. Oh, fuck. Oh nein. Na, du hast noch nie genug. Nur geteilt. Weg mit dir. Weg hinterher. Keine Ruhe lassen. Alles klar. Wow. Okay, von denen sollte ich mich fernhalten. Scheiße, die machen mir auch noch Schaden. Das war schon viel besser als das letzte Mal. Moment. Da war doch noch eine andere Tür, oder nicht? Hier hinter? Nein. Hab ich denn da gesehen? Können wir hier runter? Auch nicht. Liebe erst alles checken. Dann mal wieder zurück. Haben wir alles, was wir eben wollten. Uah. Vorsicht vor den Dingern. Monster sind nicht wieder da. Oh, natürlich sind die da. Wie ist das jetzt?
Sollten sie mal ein bisschen einfacher haben, dass wir ja von hinten kommen.